Okay, das T-Shirt ist kein Kenzo-Pullover, aber ihr müsst zugeben, Tiger rocken. Allgemein finde ich es ziemlich interessant, denn Fancy Beast hat den Tiger schon seit über 3 Jahren in der Kollektion und er geht noch genauso gut wie am ersten Tag. Man könnte fast sagen, ja, er ist ein Dauerbrenner. Aber jetzt zurück zu den Kenzo Tiger-Pullovern. Das ist ja auch das Thema des Videos und das seid ihr auch jetzt wieder gefragt, denn wir haben unterhalb vom Video zahlreiche Bilder aufgelistet von den verschiedensten Pullovern mit den Tiger vorne drauf, einmal gestickt, einmal gedruckt mit Strasssteinen und schaut sie euch einfach an. Und uns würde interessieren, welchen Pullover gefällt euch davon am besten? Sprich, wenn ihr sagt, der graue gefällt mir am besten, ab damit in die Kommentare, damit wir Bescheid wissen. Und wenn wir feststellen, es gibt eine große Übereinstimmung, beispielsweise der graue Pullover mit dem Tiger vorne drauf, der gestickt ist, das ist der am meisten gelikedesten Pullover von den Kenzo-Pullovern sozusagen, dann könnten wir damit zu Kenzo gehen und vielleicht einen krassen Deal aushandeln. Das wär's doch mal. Also, ihr seid gefragt, ihr seid jetzt in der Handlungsaufforderung zu sagen, welcher euch davon am besten gefällt. Und ich freue mich jetzt schon tierisch auf euer Feedback und wünsche euch noch quasi einen tierisch guten Tag.